Wir schaffen den Einstieg, und das ist etwas, was hier in diesem Hause oft genug bezweifelt worden ist, aber wir schaffen ihn heute in die strukturelle Umstellung auf eine einkommensunabhängige und damit natürlich konjunkturunabhängige Finanzierung des Gesundheitssystems. Wir sehen doch seit vielen Jahren, dass die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung schneller wachsen als die beitragspflichtigen Einnahmen. Wir müssen uns deshalb, und das muss jeder in diesem Lande wissen, der auf die Oppositionspolemik der vergangenen Wochen hereinfällt, wir müssen uns deshalb vom Lohnbezug der Beiträge lösen. Denn steigende Beiträge, liebe Kollegen, führen zu steigenden Lohnnebenkosten, und sie gefährden damit das Einfrieren des Arbeitgeberanteils, sichert Beschäftigung, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil sich die Lohnzusatzkosten eben nicht mehr erhöhen. Schwankungen der Konjunktur und höhere Arbeitslosigkeit schlagen damit nicht mehr so stark auf die Gesundheitsfinanzierung durch. Die Weiterentwicklung der Zusatzbeiträge mit Sozialausgleich stellt sicher, dass Geringverdiener nicht überfordert werden und einen sozialen Ausgleich erhalten. Und auch das muss man an dieser Stelle sagen. Das ist neu, meine Damen und Herren. Das hat eine sozialdemokratische, auch eine rot-grüne Regierung nie geschafft. Wir schaffen einen sozialen Ausgleich im deutschen Gesundheitssystem. Wir sichern die Einnahmenseite und wir stabilisieren die Ausgabenseite. Das ist erheblich mehr, als alle anderen in diesem Hause vor uns geschafft haben. Hätten wir nämlich Ihr System weiterlaufen lassen, liebe Damen und Herren von der Sozialdemokratie, dann wären zahlreiche Kassen in diesem Lande in den Ruin gelaufen. Es hätten viele Menschen Zusatzbeiträge zahlen müssen. Das haben wir verhindert. Das ist auch das Ziel unserer Reform gewesen. Wir werden die Bürgerinnen und Bürger intensiver in den politischen Diskussionsprozess einbinden. Wir wollen die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger aufgreifen und uns nicht hinter funktionierenden Mechanismen auf anderen Ebenen verstecken. Wir wollen etwas verändern. Den Antrag der Linken hingegen jedoch zur Einführung der dreistufigen Volksgesetzgebung lehnen wir ab. Wir wollen mehr Bürgerbeteiligung und mehr Teilhabe in Entscheidungsprozessen. Wir wollen die Stärkung der Legitimation. Deswegen haben wir auch im Koalitionsvertrag Bürgerbeteiligung reingeschrieben. Ich zitiere, wir wollen die Mitwirkungsmöglichkeiten der Bevölkerung an der demokratischen Willensbildung stärken. Dazu werden wir das Petitionswesen weiterentwickeln und verbessern. Die Bürgerinnen und Bürger wollen nicht nur öfter mit abstimmen, sie wollen vor allem besser informiert sein und sie wollen vor allem mitreden. In aktuellen Debatten über Zukunftsthemen, über ihre Sorgen und Nöte. Und deswegen haben wir zum Beispiel in der Enquete Internet und digitale Gesellschaft neue Formen der Bürgerbeteiligung eingesetzt. Wir haben dort zum Beispiel in unserem Einsetzungsbeschluss, und zwar interfraktionell, alle gemeinsam, reingeschrieben, die Bürgerinnen und Bürger mit Hilfe einer Online-Beteiligungsplattform zur Mitarbeit einzuladen. Abstimmungen sind naturgemäß reine Mehrheitsentscheidungen. Die Mehrheit majorisiert die Minderheit, auch wenn das Ergebnis noch so knapp ausfallen sollte. 49% bei einer Abstimmung sind ja eigentlich keine vernachlässigbare Größe. Aber sie fallen bei Abstimmungen naturgemäß einfach unter den Tisch. Eine Volksabstimmung kennt nur Ja oder Nein, sie kennt nur Sieger und Verlierer. Minderheitenaspekte, Randaspekte bleiben unberücksichtigt. Nun sagen Sie zu Recht, das ist hier doch auch der Fall. Aber unseren Abstimmungen, und das ist der Unterschied zur parlamentarischen Demokratie, geht die Kunst der Kompromissfindung voraus. Und das ist, meine ich, der Vorzug, den wir hier im Parlament haben. Wir Liberale wollen, das will ich ganz deutlich sagen, wir wollen mehr Demokratie, das heißt auch mehr direkte Demokratie. Aber wir verstehen darunter mehr als nur Volksabstimmungen. Wir wollen nicht nur die parlamentarische Demokratie weiterentwickeln, sondern auch direkte Demokratie weiterentwickeln. Wir wollen nicht einfach nur entweder parlamentarische oder direkte Demokratie, sondern eine Verknüpfung der beiden. Wir wollen ein Ineinandergreifen, eine Verzahnung. Dieser Gesetzentwurf hat drei Aspekte. Einmal geht es um die offenen Immobilienfonds, also die Frage, wie können wir die offenen Immobilienfonds für die Zukunft fit machen, dass sie auch tatsächlich für die Kleinanleger in Deutschland noch eine attraktive Anlage bieten. Und da müssen wir uns als Gesetzgeber Gedanken machen, wie können wir dieses Produkt fit machen. Und das tun wir hier an der Stelle, indem wir Haltedauern einführen, indem wir für die Kleinanleger auch Freibeträge schaffen, dass sie
auch monatlich Geld aus diesem Fonds herausnehmen, unabhängig von der Haltedauer. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, um dieses Produkt auch für die Zukunft fit zu machen. Zweitens geht es um die Frage, wie im Bereich des Anschleichens von Unternehmen bei Übernahmen tatsächlich auch Finanzinstrumente hinzugerechnet werden, die bisher im Bereich von VW und Porsche oder auch Schaeffler und Conti dazu geführt haben, dass sich Unternehmen, ohne das dem Kapitalmarkt mitzuteilen, Mehrheiten beschafft haben. Und das hat letztendlich sehr viel mit Anlegerschutz zu tun, denn das hat im Wesentlichen den Kleinanlegern in Deutschland ganz massiv. Deshalb ist das auch ein großer Beitrag zum Anlegerschutz, den wir jetzt in dieser Koalition umsetzen. Das haben Sie 2008, als diese Fälle auftraten, nicht gemacht von der SPD. Und drittens führen wir Sanktionsmöglichkeiten ein der BaFin im Bereich des Bankenmarktes für Falschberatung. Auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Beitrag für mehr Verbraucherschutz in Deutschland. Es ist vollkommen richtig, dass es bei der ungleichen Entlohnung und bei der Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichtsräten, Vorständen und in Leitungspositionen von Wirtschaft, Forschung und Lehre Handlungsbedarf besteht. Und Sie fordern eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer. Das alles unterstütze ich voll und ganz. Die Fraktion Die Linke tut so, als habe die christlich-liberale Bundesregierung bisher nichts getan, außer an die Selbstverpflichtung der Unternehmen zu appellieren. Die Linken verweisen auf den Fall Schlecker, weil hier viele Frauen beschäftigt sind und behaupten, dass Dumpinglöhne durch radikale Lohnsenkungen sogar noch weiter abgesenkt werden sollten. Das ist unverschämt. Kolleginnen und Kollegen der Fraktion Die Linken, Sie wissen genau, dass die Bundesregierung hier längst tätig geworden ist. Der Referentenentwurf vom 2.9.2010 sieht klare Regelungen vor, dass solche Praktiken verboten werden. Niemand schaut eine Frau schief an, wenn sie Ingenieurin oder Erzieherin wird. Ein Mann als Erzieher in der Kita muss hingegen nach wie vor um Anerkennung kämpfen. Deshalb hat die Bundesregierung zum Beispiel ein Programm zur Förderung von Männern in Kitas aufgelegt. Die von Ihnen geforderte gesetzliche Frauenquote von mindestens 40% in Vorständen und Aufsichtsräten ist mit uns Liberalen nicht zu machen. Wir lehnen es ab, die Unternehmen zu bevormunden und ihnen per Gesetz vorzuschreiben, wie sie ihre Posten besetzen. Heute geht es im Prinzip um einen Vergleich. Und zwar um einen Vergleich zwischen diesem Quietscheentchen, auf dem beißt meine Tochter während dem im Wanne platschen schon mal drauf rum, und auf diesem Autoreifen hat sie noch nie rumgebissen. Logisch werden Sie denken, logisch sage auch ich. Wenn Sie jetzt aber wissen, und deswegen zeige ich das Ganze, dass in diesem Quietscheentchen eine 1000-fach höhere Konzentration an krebserregenden einzelnen Weichmachern zugelassen ist, wie in diesem Autoreifen, dann werden Sie sagen, unlogisch, und ich sage Ihnen, das ist unzumutbar. Hier muss gehandelt werden, meine Damen und Herren. Das ist eine europäische Regelung, also müssen wir auch europäisch ansetzen. Und das tun wir auf drei verschiedene Weisen. Zum einen möchten wir an die Grenzwerte ran, die müssen gesenkt werden. Ich denke, das ist auch innerhalb der Fraktion dieses Hauses Konsens. Der zweite Punkt, den wir sagen, ist, es geht nicht so sehr, was ist in einem Spielzeug an Schadstoffen, sondern was wird freigesetzt. Was wird von der Quietscheentchen, wenn sie in den Mund genommen werden, was wird da freigesetzt bei Hautkontakt, bei Mundkontakt? Und aus diesem Grund sind wir der Meinung, die Systematik muss hier geändert werden. Nicht was drin ist, ist ausschlaggebend, sondern das, was freigesetzt wird, meine Damen und Herren. Und als dritten Punkt möchten wir als christlich-liberale Koalition eine verpflichtende Trittprüfung auf europäischer Ebene. Denn es hat sich gezeigt, dass das CE-Zeichen, das für Conformité Européenne steht, eine Selbstverpflichtung der Hersteller, so gut wie nichts bringt. Insider sprechen bei CE nicht von Conformité Européenne, sondern von China Exports. Das muss besser gemacht werden. Wir kennen in Deutschland einen TÜV. Wir wissen, was es heißt, Stichproben zu nehmen. Und dann ist es der richtige Weg zu sagen, wir wollen verpflichtende Drittprüfungen auf europäischer Ebene, weil nur dann können wir den Schutz unserer Kinder auch ordentlich gewährleisten, meine Damen und Herren.